Mein Name ist Isabel und ich arbeite bei Fairfood Freiburg. Da bin ich zuständig für die ganze Kommunikation nach außen, das heißt vor allem für Texte auf der Webseite, Werbematerialien, Social Media, Newsletter, alles, was wir nach außen tragen möchten. Fairfood gibt es seit 5 Jahren mittlerweile, 2015, und ist entstanden durch eine Freundschaft eigentlich zwischen Amos, Julian und Oke. Die haben sich kennengelernt und Okes Familie kommt aus Nigeria und hat dort Land mit ganz vielen Cashewbäumen, und daraus hat sich der Kontakt ergeben und sie haben sich überlegt, diese Cashews nach Deutschland zu bringen, um den Menschen dort stabile Preise und stabile Abnahme zu ermöglichen, und haben dann dort auf dem Land seiner Familie die erste auch eigene Cashew-Produktion aufgebaut, damals noch unter dem Namen Cashew for You. Und im Laufe der Jahre ist dann auch das Sortiment gewachsen. Es sind noch Mandeln dazugekommen, die aus Palästina kommen. Cashews auch noch aus Burkina Faso, weil in Nigeria gar nicht so viel produziert werden konnte. Dann haben die angefangen, eigene Röstungen zu entwickeln nach eigenen Rezepturen und die hier in Freiburg auch zu rösten. Genau, jetzt sind auch noch Nussmusse dazugekommen aus 100% Nuss, Trockenfrüchte, Macadamia. Genau, und so wächst das Sortiment langsam, aber stetig. Kurz nachdem die Lockdowns verkündet wurden in vielen Ländern, war das unter anderem auch in Nigeria der Fall, wo unsere erste Cashew-Produktion und unsere eigene Cashew-Produktion auch beheimatet ist. Und wir haben da einen sehr engen Kontakt, weil einer unserer Mitgründer, okay, dessen Familie wohnt dort noch und ist sehr verwurzelt in der Gemeinde dort. Und von darüber, über den Kanal, haben wir eben erfahren, dass da gerade alle lokalen Märkte geschlossen werden und die Menschen dort, die größtenteils von der Landwirtschaft leben, eben gar kein Einkommen mehr haben und sich keine Lebensmittel mehr kaufen können. Und das eben eine ganz akute Krise war, die die Regierung eben mit ihren Ressourcen auch nicht auffangen konnte, weil da eben auch nicht alles so organisiert ist wie hier und das System anders funktioniert. Und dann hatten wir das Glück, die Soforthilfe zu bekommen, die wir beantragt haben, und haben uns dann entschieden, dass wir einen Teil dieser Soforthilfe direkt nach Nigeria schicken, um eben den Menschen dort in dem Dorf, nicht nur denen, die jetzt in unserer Produktion arbeiten, sondern auch der ganzen Community, weil das auch alles sehr eng verbunden ist, zur Verfügung zu stellen und da über die ganz akute Notlage hinwegzuhelfen, einfach um Lebensmittel dort zu kaufen. Und wir hatten aber das Glück, dass eigentlich unsere Bestellungen durch Lagerbestände, die es noch gab, aus der Produktion vom letzten Jahr aufgefangen werden konnten und auch keine Grenzen komplett dicht gemacht wurden. Das heißt, wir hatten das Glück, dass wir relativ früh unsere Lager auch nochmal auffüllen konnten hier und es sich ja jetzt doch am Ende etwas positiver entwickelt hat als gedacht. Also meine ganz persönliche Aufgabe bei Fairfood ist ja die Kommunikation nach außen. Und deswegen sehe ich es für mich persönlich als Aufgabe, vor allem aufzuklären und zu informieren. Und zentral sind dabei so 4 Themen, glaube ich, die auch uns als Unternehmen so ein bisschen definieren. Das ist einmal biologischer Anbau, weil wir glauben, dass langfristig nachhaltige Landwirtschaft nur möglich ist auf eine biologische Art und Weise. Genau, um irgendwie Böden langfristig fruchtbar zu halten, um die Umwelt zu schützen, um Mensch und Natur außenrum lebenswert zu erhalten. Dann ist es ein fairer Handel, weil wir glauben, dass ein stabiles Ernährungssystem auch nur funktioniert, wenn langfristig alle Menschen in der Lieferkette auch anständig bezahlt werden und genau das Geld gleichmäßiger verteilt wird als heute. Das Thema Vegan ist für uns auch sehr wichtig, weil wir glauben, dass angesichts der Menge an Menschen auf der Erde eigentlich nur ein größtenteils pflanzlicher Ernährungsstil langfristig machbar ist, genau, weil sonst eben ja sehr große Flächen auch für Futteranbau draufgehen. Und das 4. große Thema, mit dem wir uns jetzt auch beschäftigen, ist Zero Waste, weil ja eben diese Plastikproblematik immer größer wird. Und deswegen probieren wir jetzt immer mehr aufs Pfandglas umzustellen und unverpackte Lösungen bekannt zu machen. Genau, und da sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe, den Menschen das nahe zu bringen und nicht nur mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, sondern das auch als ein Thema zu vermitteln, was ganz einfach und niedrigschwellig machbar ist und auch Spaß machen kann. Ich glaube, dass die 4 Themen, Bio, Fair, Vegan und Unverpackt oder Zero Waste, Zukunftsthemen sind auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir da langfristig aber auch
gesetzliche Regelungen brauchen, zum Beispiel in Form von Subventionen für Biolandwirtschaft, weil eben viele Landwirte es auch nicht aus eigener Kraft stemmen können. Zum Beispiel auch im Fernhandel gibt es ja Initiativen für ein Lieferkettengesetz. Das ist was, was meiner Meinung nach viel mehr Öffentlichkeit bräuchte und den Menschen nahegebracht werden sollte.